McMafia, die grenzenlose Welt des organisierten Verbrechens, habe ich mir ausgesucht, weil das organisierte Verbrechen in den letzten 15, 20 Jahren oder so sich grundsätzlich geändert hat. Das ist nicht mehr die traditionellen sizilianischen Mafiosi. Man muss sich vorstellen, das sind jetzt Riesenindustrien. Und die, die das Geschäft kontrollieren, sagen wir zum Beispiel Waffenhandel, das sind Geschäftsleute einfach, die aussehen wie alle anderen Geschäftsleuten. Ja? Und in diesem Industriezweig zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle spielen die Piloten, die Waffen nach Sierra Leone oder Afghanistan abliefern. Und es ist viel wichtiger für die Bosses, eine verlässliche Lieferungsmannschaft zu haben, zum Beispiel als einen Leibwächter. Also die sind ziemlich leicht zu kriegen, die findet man einfach überall. Also die Mafia hat sich umstrukturiert und die Bosses sind viel mehr distanziert vom tatsächlichen blutigen Geschäft, wie früher bei der Familien in New York zum Beispiel oder in Palermo oder in Kalabrien.